Geht's weiter mit unserem Huhn, was wir das letzte Mal schon gemacht haben, vor kurzem. Diesmal machen wir das aber auch ein kleines Ding anders. Tun wir uns schon mal die Streifen und so zurechtschneiden. Weil ich das jetzt am Vortag schon brate, dass ich am nächsten Tag dann das Gedöns nicht habe. So, dann schneidet er so kleine Streifen einfach. Ganz easy peasy. Macht aus einem Brustfilet Stück immer drei Teile. Genau. So, dann machen wir das fix sauber. So, dann habe ich die drei Eier rein. Vier Eier. So, das ist jetzt ein Kilo ungefähr. Das Korb musst du dir so auf die Hände waschen, das ist übel. So, dann gleich Salz drüber. Paprika. Etwas Pfeffer. So, genau. Dann habe ich diesmal Granbadone gekauft, dass ihr seht, dass es auch mit denen gut geht. So. Das seid ihr bei 100 Gramm ungefähr, so bei 2 Euro oder 1,50 Euro, glaube ich. Je nachdem. Aber wie gesagt, das ist, denke ich mir, auch sehr unterschiedlich. Dann habe ich den Granbadone einfach mit rein hier. So, Granbadone ist wirklich guter Parmesan, also viel gutes Parmesan. Er schmeckt natürlich ganz anders, wie absolut nicht zu vergleichen, zum Beispiel mit dem Billigmarken oder was weiß ich was, was hier in den komischen Fertigdingern noch mit drin ist, zum Beispiel. So, dann nehmt ihr euch auch mal einen kleinen Tour. Was Ähnliches. Je nachdem. Wird ja nicht jeder ein Quoll, denke ich mal, da einnehmen. Ja, dann könnt ihr das schön durchrühren. Je nachdem, wie viel jeder haben will, man kann natürlich auch viel mehr reinhaben. Links auch das 10, das geht endlich. Macht ihr das zu so einer homogenen Masse. Zieht es durch. Viel Spaß. Nach meinem Geschmack kann es noch mehr sein, also haben wir noch eine Sitze rein. So, ich habe jetzt das zweite jetzt noch mit rangehauen. Und jetzt könnt ihr eigentlich, diesmal ohne Mehl, weil das ist diesmal flüssig genug. Und sollte eigentlich auch dran haften bleiben, weil das ja feiner Käse diesmal ist. Und nicht wie bei den anderen, wo es dann abblättert, weil das grober ist, von der Fläche her. Könnt ihr euch das Zeug packen, ein kleines Ding nochmal würzen natürlich. Das haut oben drüber noch trotzdem ein bisschen Salz. Dass jede Seite schön eingesalzen wird und dann haut ihr das erstmal mit rein. Könnt ihr das schön zusammenmatschen. Und diesmal, dadurch ihr das davor dann schon zusammengeschnitten habt, könnt ihr das ganz kurz anbraten, dass das bloß scharf angebraten ist und könnt es gleich wieder aus der Pfanne raus tun und nächsten Tag einfach im Ofen zusammen mit den Hähnchenkeulen dann zu Ende garen. So. Zeige ich euch gleich nochmal an der Pfanne direkt, wie das dann aussieht in der Pfanne. Das heißt, manche das andere Video von mir noch nicht gesehen haben, aber wie gesagt, das tue ich mit rein verlinken in die Playlist. Davon gibt es auch zwei Arten, wie man das machen kann. Ja, geht's auch schon weiter mit dem Braten. So, achtet drauf, dass das schön heiß ist gebraten. Ist immer relativ wichtig, dass das Ei sofort anfängt sozusagen und nicht erst wegläuft. Ihr werdet erst schon merken, sobald ihr das reingehauen habt, es wird innerhalb von ein paar Minuten, würde ich schon, oder ein paar Sekunden meine ich, wird es sofort anfangen mit riechen. Das riecht so gut,
ist echt mega. Also ich empfehle euch auch wirklich eine gute beschichtete Pfanne zu nehmen, weil das sonst echt sehr schwierig wird, das zu braten. Weil das sonst ziemlich anbacken kann, die ganze Sache. Da kann da ruhig dann noch ein wenig drüber tun dann mit. So, das verteilt sich dann schon alles. So, dann lasst es erstmal schön liegen. Wartet richtig, bis es angebacken ist und dann können wir es drehen. Und dann, wenn ihr es gedreht habt, könnt ihr die Pfanne auch schon ausschalten dann, weil ihr das am nächsten Tag ja nochmal warm macht. Und von daher reicht es dann völlig aus, um dann nachzuziehen bis zum Tag danach. Braucht euch keinen Kopf machen, das ist dann spätestens am nächsten Tag richtig komplett durch. Und das ist wichtig, dass es am nächsten Tag durch ist und nicht gleich an dem Tag. Genau, ganz easy. Das Einzige könnt ihr erstmal so ein wenig rumschieben. Das könnt ihr mitmachen. Ich glaube mir, das ist ein Geruch, das ist der Hammer. Das riecht so gut. Beim Drehen schalte ich euch nochmal kurz mit rein, aber dann ist das eigentlich das nächste sozusagen jetzt auch soweit durch. So, jetzt zeige ich euch mal kurz an der Einpfanne das da. Jetzt merkt ihr, dass es langsam schön anzieht. Ich merke das dann meistens an der Butter dann schon. Oder Maltrine oder whatever ihr nehmt. So, ihr könnt es dann ein kleines wenig unterteilen dann hier. Schon mal. Ein kleines wenig aufteilen. Dass jedes Hähnchen sozusagen seinen eigenen Platz hat. Ihr könnt dann aber von der einen meinen, ihr könnt dann auch runterschalten auf das 7 ungefähr. Ich sag, diesmal seht ihr ja, dass es wirklich auch so festhält, das müsst ihr nicht zwingend medieren dann. Das ist nicht unbedingt nötig. Ihr könnt halt die Pfanne ab und zu mal tauschen wegen den Hartplatten, weil die ja doch länger verschieden sind. Genau. Wie gesagt, ihr merkt schon beim Schieben, wenn es das kleine Ding so anhört, dann ist es eigentlich schon so weit, dass es dann drehen könnt durch die Banane, weil die Banane dann richtig fest ist. So ist es einfach noch, dass es noch hin und her läuft. Aber wie hier hört man es dann so langsam, dass es dann langsam drehen könnt. Ja. Dreht auf den Start. Wer es noch ein kleines wenig anders machen kann, kann er in die Panade noch ein bisschen Rosmarin mit reinhauen. Das schmeckt dann noch aromatischer und schmeckt noch besser. So, und dann tut es auf der anderen Seite so nochmal ein kleines wenig. Und dann ist das Ding auch schon wieder durch. Dann geht es zum nächsten. Ne? So, hier geht es weiter. Geht's jetzt erstmal, das Gurken habe ich jetzt erstmal gesalzen, das ist entwässert. Genauso wie die Aubergine. Wer meine anderen Videos gesehen hat, der weiß schon Bescheid, warum und wieso. Wer nicht, gerne noch nachholen. So, zum Salat an sich gehört jetzt jeweils eine Packung Paprika. Eine Zwiebel, fein geschnitten noch mit dazu. Zwei Birnen, warum? Geben herbe und süße und glaubt mir, ihr werdet es bereuen, dass ihr die Birnen noch nie in den Salat mit reingetan habt. Und eine Zitrone und Zitronenabrieb. Dasselbe vom Prinzip her kann man sozusagen auch reflektieren auf das Gemüse, was da noch wieder zukommt. Aber bleiben wir erstmal beim Salat. Fangen wir erstmal an. Die Birne.
fein zu schneiden. Kommt nichts. Wisst ihr Bescheid, wie immer, dass so ein Meerschweinchen das dann wieder kriegen, den Rest von den Sachen. So, der verkommt absolut gar nichts. So. Am besten, wenn die Birne und Landeswänge fest ist und nicht so matschig ist, das ist eigentlich am besten. Ja, da gibt es noch so ein kleines Croton, kannst du mal sagen. Ne? Und Birne in dem Salat, das ist echt mega. Warum nehme ich keine Tomaten mit rein? Weil ich finde entweder Tomaten separat machen. Unter dem Aspekt, weil das zu sehr matsch wird und auch ziemlich schnell geerntet. Und Salat längst lang wie möglich sollte das eigentlich frisch bleiben und nicht gern. Und von daher entweder separat oder weglassen. Meiner Meinung nach. So, man kann ja dann Bruschetta oder irgendwas draus machen. Aber das in einem anderen Video dann. Wird natürlich auch nochmal speziell behandelt dann die Sache. So, durch die Bohnen erstmal zusammenschneiden und wir sehen uns dann bei Paprika wieder. So, dann haben wir das geschnitten. Und was natürlich der komplette Füller dann ist sozusagen für den Salat, ist dann heute der Eisberg mit. Auf jeden Fall. Mag ich sehr, muss ich sagen. Weil es schön frisch ist. Lässt sich leicht zuzubereiten. Und im Normalfall ist es auch mit eines der saubersten Salate. Und wirklich mega frisch immer wieder aufs Neue. Und ich finde, daraus lässt sich ja der beste Salat machen. Für Garnituren würde ich Lollo Bianco oder Lollo Rosso empfehlen. Weil das schön stabile Blätter sind und schön große Blätter vor allem. Aber so viel zu Hause, jetzt sind wir daheim, gerade für ein Barbecue oder ähnliche Sachen, würde ich Eisberg auf jeden Fall empfehlen. Mega lecker. So, die Gurken habe ich jetzt nochmal auf einen anderen Teller jetzt drauf, dass das in Ruhe entwässern wird. Ich gebe es nochmal als Tipp, wer es doch noch nicht gesehen haben sollte und noch nicht das andere Video sehen möchte oder wie auch immer. Gurken habe ich eingesalzen, lasse die eine Viertelstunde stehen, dass das Wasser rauszieht und dann schütte ich das Wasser ab, dass ich bloß den puren Gurkengeschmack habe und keinen Wassergeschmack. Bestenfalls. So, und dann heute die Zitrone, das ist wichtig. Warum nehme ich die Zitrone? Weil die nochmal einen richtigen frischen Kick gibt. Das ist genauso wie beim Gemüse. Und weil in der Schale natürlich der meiste Geschmack einfach steckt. Deswegen werde ich das gleich nochmal runterhalten. Und dann separat mit dazugeben. Weil ich denke, dass in der Zitrone an sich der meiste Geschmack liegt. Von der Zitrone der Eigengeschmack. Ist nicht so, es liegt wirklich am Fleisch. An der Schale in der Zitrone. Das kriegen wir klein wieder. Also wartet euch keinen Kopf machen, weil mir gibt es wirklich keine Apfel. Es wird alles irgendwie. Entschuldigung, fürs Ausstoßen. Alles irgendwie verwertet. So, dass ihr das mal kurz seht, die Birne ist jetzt ganz unten. Und hier, wie gesagt, das ist dann schön aufgefüllt. So. Hier sitzt auch immer mehr. Das ist auch nochmal mit seht ihr. Ich werde es dann in Zukunft danach mit mehr Eis aufsetzen zeigen, weil ich denke, ich habe das dann oft genug gezeigt. Und von daher schaut gerne in meine anderen Videos mit an. Ich würde mich freuen, wenn ihr da ab und zu mal ein Like mit da lasst oder ein paar Kommentare, was ihr gern sehen wollt. Und dann geht es alles einkacken.
So, ich habe mir noch das Messer gewechselt, weil ich kann am besten mit den Klingen schneiden. So, das sind dann meine Arbeitsmesser. Bei meinen Arbeitsmesser habe ich da Maschstangenmesser. Also ziemlich toll war. Und für daheim mache ich das aber hier. Daheim tut mir ja dann nicht so viel rumhantieren. Wenn man es jetzt auf Arbeit macht, wo du extrem scharfe Messer immer brauchst, dann ist er jetzt daheim nicht zwingend nötig. So, jetzt habe ich meine Paprika komplett zusammengeschnitten. Natürlich auch das Gemüse mit zum Anbraten. Das zeige ich dann nicht nochmal extra, weil das ist ja rumgenommen. Paprika bleibt Paprika. Das Einzige, was unterscheidet von Salat, ist etwas feiner machen. Und beim Gemüse an sich natürlich grober, dass es die Struktur besser hält durchs Braten dann. Salat fein, weil es dann schöner durchzieht und leichter zu essen ist dann. Wer es noch nicht wusste, komplette Paprikaschale kann nicht verdaut werden vom Körper. Das schießt durch. Also, ja, wenn man Morgenprobleme hat mit Paprika oder so, würde ich empfehlen, tut einfach entweder weglassen oder tut die Schale davor, tut es euch weglangstören und die kleinen Sänger abziehen dann, wie es hat. Das heißt, unverdaubar ist die Paprikaschale. So, dann geht's weiter mit der Zwiebel. Für den Salat natürlich wieder fein. Dasselbe gilt dann natürlich das Gemüse an sich dann nicht. Dann wird es wieder grober, aber so macht das schon fein. Warum und wieso habe ich ja vorhin schon mal erklärt. So, dann werde ich den Unterschied nochmal sehen will direkt. Das ist fürs Gemüse, Menge grober. Und das ist fürs Salat. Für ist Salat, genau. Für den Salat. Das ist der Unterschied zwischen fein und grob. So. Genau. Wenn der eine denkt, das andere ist auch schon fein. Das ist wirklich noch nicht fein. Also es geht echt noch mega. Unterschiede zwischen fein und grob und ganz grob und wie auch immer. So. Dann können wir den schon mal zur Seite stellen. Könnt ihr schon mal eure Zitrone nehmen und könnt mit dieser Reihe die Schale mit reinreißen. Das stelle ich mal in Höhe. So, zack. Ist das da schon irgendwas? So, dann passt bei der Zitrone auf dann zum Beispiel, dass ihr wirklich bloß den äußeren Rand wegrupst. Nicht bis richtig aufs Weiße gehen, weil das Reis ist wieder Butterstoffe ohne Ende. Das ist sinnfrei dann, das mit reinzureiben. Wirklich bloß, dass ihr die ganz, ich denke, man sieht, dass ihr wirklich bloß die feinen Zesten habt von der Zitrone, heißt das sozusagen. Dann, wie gesagt, muss es wieder ein wenig andrücken, ein wenig rum und um wursteln. Dass richtig den Saft rauskommt. Dann. Geht's auch schon ans Würzen. Wir machen eine klassische Vinaigrette dazu, was aus Zitrone durch die Frische besteht. Könnt ihr ruhig komplett randrücken. Dann passt auf, dass er die Kerne von der Zitrone mit reinhaut, weil die schmecken auch relativ bitter. Dann tue ich mal kurz Hände durch. So, wie gesagt, Zitronenzeste. Was ganz wichtig ist, ist Öl. Ohne Öl läuft gar nicht. Etwas Essig trotzdem noch, weil die Zitrone hat zwar eine Säure, aber Essig hat eine ganz andere Säure trotzdem wieder. So. Dann natürlich Salz. Der Unterschied von Vinaigrette zu Dressing ist, Dressing wird mit meistens Molkeprodukt gemacht, sprich Joghurt oder Quark oder was auch immer, wie ihr selber bevorzugt.
Und Vinaigrette besteht aus Zucker, Salz, Öl, Kräuter zur Not, wer möchte. Und wie gesagt, ohne. Milch oder Vollmilch oder Joghurt oder wie gesagt, je nachdem was. Ja, Milch und Vollmilch, alles das Gleiche. Dann könnt ihr ab und zu mal eure Gurken gucken, weil dann müsst ihr theoretisch, ich kann es euch mal zeigen, ich mach's mal an der Platte. Müsste eigentlich sich schon wieder ein ganz schöner Wasserfilm gebildet haben. Lasst ihr jetzt auch runter tropfen. So könnt ihr da alles raustropfen lassen, das zeige ich dann später. Und dann, wenn das alles dann soweit ist, könnt ihr das dann zusammenhauen, mixen und dann denke ich, sieht es doch perfekt aus. Und schmeckt auch super. Genau, so, dann wäre das das. Dann sehen wir uns als nächstes an der Pfanne. Ja, dann ist das jetzt Gemüse. Genau, und dann geht's an die Pfanne. Wobei man, wie gesagt, beim Kokosfett muss man halt ganz aufpassen. Das ist dann in Ordnung, wenn nicht langsam mehr drauf ist. Für den gesundheitlichen Aspekt den kann ich auch irgendwie. So. Aber bei Paprika haut er einfach gleich wieder ein wenig Zucker rein. Bei der Aubergine braucht ihr nicht zu euch viel salzen, nennen, weil ihr durch das Einsalzen, dass das Wasser rauszieht, ja schon das Salzgehalt drin. Das wird alles so relativ kurzbündig antworten, dass es nicht matsch wird, sondern bloß, dass es wenig angegart ist. Zuzüglich haut ihr eine Knoblauchgewürze dran, auf jeden Fall. Weil das darf dann nicht fehlen. Und hier nehme ich mit Absicht Knoblauch gewürzt, weil durch das scharf ankochen, weil das nicht mit irgendwas anderem noch zusammengeführt wird, kann, wenn du frischen Knoblauch nimmst, kann der verbrennen und so durch Entgegenwirken bei dem Gewürz an sich einfach, dass es nicht verbrennen kann. Und ich glaube, wenn wir salzen noch. Hier bloß ein Mini-Mini. Und natürlich ein wenig Chayenne, dass es noch den Bums kriegt. Ja. So. Jetzt seht ihr auch schon, dass das Öl wegzieht. Wie nicht. Von daher, deswegen braucht ihr echt nicht euch viel reinmachen. Weil es eh sinnlos weggezogen wird dann. Und bei einer guten Pfanne braucht ihr eh nicht viel Öl. Dort stellt es dann auf 7 oder 8 zurück, dass es nicht verbrennt, sondern angeröstet wird einfach nur. So. Dann ganz zum Schluss erst das Olivenöl ranmachen. Warum erst zum Schluss? Weil es ab 80 Grad meistens verbrennt. Und das Schade ist ja das gute Olivenöl. Es gibt natürlich auch Olivenöl, das kannst du auf über 100 Grad erhitzen, aber das kostet natürlich dann auch um einiges mehr. So, dann könnt ihr bei Paprika die Zwiebeln noch mit dran haben. Das ist dann auch nochmal extra Süße in dem Sinne. Und zum letzten Clou natürlich kommt dann, hier könnt ihr dann zum Beispiel ausscheiden, wenn ihr dann die Röstaromen einfach habt, wieder ausscheiden. Dann nehmt euch die Zitrone her. Nehmt euch die Zitrone her, reibt es wieder drüber. Und dann habt ihr noch eine extra frische Kick dann wieder.
So, den Paprika können wir, denke ich, noch auch dann ausschalten schon. Zum Schluss das Olivenöl noch mit rein, zum Verfeinern. Und dann ist die Sache geritzt. So, ich hoffe, ihr habt Spaß damit gehabt. Bei dieser kleinen Doku, was man sich so selber vorbereiten kann für seinen Geburtstag zum Beispiel oder für eine Feier allgemein. Und ich denke, das ist ein guter Anreiz dafür. Was das alles ist, theoretisch, das habe ich euch am Anfang des Videos gezeigt. Und ich wünsche euch dann viel Spaß dann mit dem Video. Dann haut rein, euer Mimi, macht's schön gut.